Heben Möbel in einer Mietwohnung die Mietpreisbremse auf? Wenn man den Marketingstrategen von Immobilien-Scout24 glaubt, dann ja. Aber die Wahrheit ist eine andere. Darüber müssen wir reden. Die Mietpreisbremse in Deutschland, sie gilt. Bei unmöbliertem Wohnraum und bei möbliertem Wohnraum. Sie gilt immer. Alles andere ist schlicht falsch. Zu behaupten, hier gäbe es eine Grauzone und besorgniserregende Schlupflöcher, ist etwas, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber es entspricht nicht den Fakten. Warum also behauptet die Geschäftsführerin Frau Kockfort von Immobilien-Scout24 derartiges? Nun, sie möchte die Aufmerksamkeit auf ihr Portal lenken. Und sie hat es ja auch am Wochenende in viele Zeitungen und Zeitschriften geschafft. Dennoch muss sich niemand Sorge machen. Auch wenn scheinbar oder vorgeblich der Anteil der möblierten Wohnungen bei Immobilien-Scout24 steigt. Aber das ist auch kein Wunder. Denn die Zahl der unmöblierten Wohnungen, die dort inseriert sind, nimmt dramatisch ab, weil der Wohnraummarkt so eng ist. Und weil viele Mieterinnen und Mieter anderswo, zum Beispiel direkt bei einer Genossenschaft, direkt bei einem kommunalen Unternehmen oder als Nachmieter von Freunden, Bekannten oder Familienangehörigen ihre Wohnung finden. Weil es also weniger Inserate bei ImmoScout24 gibt, steigt der Anteil der möblierten Wohnungen dort. Das sind die Fakten. Es ist sicherlich das eine, wenn ImmobilienScout24, die ja von Mietern 30 Euro im Monat verlangen, um überhaupt mal ein paar Inserate sehen zu können, Marketing machen möchte. Aber dabei ein verzerrtes Bild des Wohnungsmarktes zu zeichnen und dann auch noch politische Forderungen zu stellen, dass es hier nämlich besorgniserregende Schlupflöcher gäbe, die man schließt, das ist völlig unseriöse Politik, die sich ein Unternehmen, das Mieter und Vermieter zusammenbringen möchte, auf diesem Markt nicht leisten sollte. Wir lehnen dieses Geschäftsgebaren ab und sagen ganz deutlich, es gibt keine Schlupflöcher, die Mietpreisbremse gilt und private Vermieter halten sich auch daran.